Yay, es beginnt mit Peach Beach, allerdings nur mit 4 Leuten. Ja, kann natürlich an meiner Uhrzeit liegen, wo ich gerade aufnehme. By the way, letzter Part, da wisst ihr ganz genau, welche Uhrzeit ich meine. Ja, ist halt so bei Aufnahmesessions. Ja, aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt gerade nochmal 5-6 Mal den krassen Fail vom letzten Mal angeguckt. Und ganz ehrlich, ich bin über das noch immer nicht hinweg, wie das funktioniert. Dass ich das so reingeschissen habe. By the way, das war auf der gleichen Strecke wie hier. Ich meine, kann ja mal passieren, stimmt schon, aber bei mir passiert es halt laufend und ich glaube, ich habe die Wolke bekommen. Ja, so ist es, von mir aus. Ich konnte sie leider nicht mehr abgeben. Ein Versuch war es wert, aber ich glaube, ich hätte doch lieber so weiterfahren sollen. Ja, natürlich, weil wir nur 4 Leute sind, heißt das auch, dass sich das Minus wahrscheinlich heute in Grenzen halten wird. Auch wenn ich letzter werden sollte. Wobei, naja gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte die haben. Ich glaube, 2 haben 7000 gehabt und der eine ist auf meinem Niveau. Und da ist halt die nächste Wolke schon wieder. Gut, er konnte sie mir nicht geben. Passt. Manchmal kommt ja auch einfach so ein Rempel aus dem Nichts und manchmal gebe ich ja die Wolke einfach so ab, als hätte ich wen berührt, obwohl das gar nicht stimmt. Ist immer wieder kurios mit den Wolken. Scheiße. Ja, und ich krieg nur eine Fake-Itembox. Ey, gib mir die Fake-Itembox, irgendein anderer. Ja. Mehr als schade kann ich dazu gerade nicht sagen. Minus 25. Ja, wie gesagt, nicht zu viel Minus ist möglich. Ja, und wie gesagt, 2 7000er, einer auf meinem Niveau. Geil! Bin gespannt, wie das weitergeht. By the way, Leute, ist nur so eine kleine Anmerkung. Sollte irgendjemand von euch neu auf diesem Kanal sein und nach Videos mit Skill suchen, dann bitte ich euch unverzüglich, diesen Kanal zu verlassen, weil da werdet ihr nicht fündig. Wie man gerade schon wieder vorhin gesehen hat. Ach man, nee, also ich finde es einfach nur mal lustig teilweise auch, weil ganz ehrlich, irgendwie lieben wir es doch alle, wenn das passiert, oder? Ich meine, es muss nicht zu krass sein, so Kleinigkeiten wie das geht ja, aber manchmal treibt es das Spiel halt einfach auf die Spitze. Yeah, da ist der Funky Kong wieder. Ach, der ist weg jetzt. Der ist erwischt worden, wahrscheinlich von dem Maxi-Pilz. So, Garf. Ich habe ein Dreierpack for you. Juckt den, glaube ich, aber nicht, weil der hat auch ein Dreierpack Bananen gehabt. Und ich glaube, so ist es auch. Jetzt fährt der wieder rein. Ey, warum sind die auch alle immer so schnell? Ja, was soll ich tun? Ich kann nur hoffen, dass er mich nicht erwischt. Und vor allem, ich kann auch nur hoffen, dass ich nicht gegen die Wand blättere. Ach, eine Wolke. Ey, die kriegen halt echt auch alles, so viele Wolken. So, Pilz, soll ich mir ihn aufbewahren? Nee, komm. Das war knapp, das war richtig knapp. Ja, der nächste Grüne. Scheiße. Ja, mein Plan war jetzt übrigens gerade einfach geradeaus fahren, weil vielleicht erwischt er mich dann nicht. Ach, der Garf, hi. Nein, jetzt habe ich einen saustarken hinten, mit dem ich mich um den letzten spiel. Wobei, lol. Easy. Absolut easy. Da ist irgendwas passiert in der letzten Kurve und es hat mir einfach geholfen. Plus 48, nice. Ah, das ist verdient. Das ist absolut verdient. Ach ja, das DK ist damit auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, by the way, da fällt mir schon wieder ein richtig geiles Gesprächsthema ein. Wintersportartner. Wer mag es? Wer von euch macht gern Wintersport? Spoiler, ich nicht. Also, ich weiß halt echt nicht, aber von mir als Österreicher sollte man ja eigentlich erwarten, dass ich gern Skifahre und so weiter und so fort. Aber nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also, Wintersport ist eines der wenigen Sachen, die ich, naja, nicht kann und auch nicht können möchte. Ist unglaublich, aber wahr. Ja, also Wintersport ist nicht so meine Sache. Ich meine, es gibt ein paar, die ich mir gerne angucke, unter anderem Eishockey gucke ich mal gerne rein. Curling ist so eine Sache, die mich sehr immer wieder fesselt. Und ansonsten war es das eigentlich schon groß. Natürlich Skifahren ab und zu mal, aber ich will jetzt halt nicht sagen, dass ich so Sachen wie, naja, Weltcup wirklich viel verfolge. Ich meine, ich habe es immer verfolgt damals, als noch der Hirscher aktiv war, aber naja. Die Geschichte kennt, glaube ich, jeder.
Vor allem, ich glaube, ich wüsste gar nicht, wer aktuell unser aktuelles Skiass Nummer 1 wäre. Also ich glaube, warte mal, wer war der Letzte jetzt da? War nicht der, wie hieß der? War nicht ein Schweizer der Letzte, der jetzt diesen Weltcup da gewonnen hat? Dieser Odermatt, glaube ich. Ich glaube, so hieß der. Ja, ich glaube Odermatt hieß der. Der jetzt den letzten Gesamtweltcup geholt hat. By the way, wenn ich mich vertue, dann sorry. Wie gesagt, ich bin nicht so in der Szene drin. Was mich halt früher immer interessiert hat, war aber Snowboarder. Vor allem, ich kann mich erinnern, den einen Skikurs, den wir hatten, ne? Ich hatte mit Skifahren gar keine Ahnung. Und normalerweise heißt es ja immer, man sollte mit Skifahren anfangen. Und, naja, ich habe halt das gesagt, nee, will ich nicht. Denn ich habe tatsächlich mit Snowboarden eher angefangen. Weil mich das einfach mehr interessiert hat. Und Skifahren lag mir überhaupt nicht. Snowboarden ging ja schon ein bisschen besser, aber es ging halt übelst in die Beine. Also, ganz ehrlich, ich habe das voll unterschätzt, dass halt Snowboarden so fett in die Beine gehen kann. Nein, Wolke! Ja! Danke! Warum nehme ich eigentlich die Abkürzung nicht? Fällt mir gerade ein. Okay, das könnte jetzt ein Kampf um den letzten Platz werden, interessanter. Na gut, um den letzten kämpft eh keiner und naja, der letzte bin halt scheinbar ich. Fuck it! Ich hätte die Abkürzung mit dem Großen nehmen sollen, weil da wäre die Chance wirklich überdimensional gewesen, dass ich irgendwen runterrahme, weil er einfach in mich reinfährt. Ja, Pech gehabt. Ja gut, irgendwie hat keiner mehr Bock zu spielen, denn wir sind noch drei Leute. Dafür halt eine kurze Strecke, aber trotzdem. Ich hoffe, bitte lass es im letzten Rennen nicht ein Duell sein, das wäre mega kacke für die Folge. Ja, keine Ahnung, also die Runde ist gerade irgendwie nicht so besucht. So, ein Funky Kong ist dabei und dieser Fischfang, genau. Und der hat einen Dreier-Pack-Roten jetzt schon wieder. Ja, er hat sich selbst abgeschossen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich die Itembox nicht bekommen. Ja, genau. Schießt euch gegenseitig ab. Ich habe kein Problem damit. Warum kam das Item jetzt gerade nicht? Also ich frage mich halt manchmal echt, wie viel Glück eigentlich die Funky Kong Kinder hier haben. So, kurz mal die alte. Ah, wieder nicht bekommen. Warum schießt die Grüne eigentlich nach hinten? Hinter mir ist ja keiner mehr. Na, roter. Wobei, okay, gut, ich werde nicht letzter. Ja, schade. Also der erste Platz wäre vor allem drin gewesen. Ich meine, bei drei Leuten nicht schwierig, aber immerhin nicht letzter. Das ist auch gut. Plus 4. Wir haben beide eine 6000er geschlagen, das passt. Ja, bitte, komm, lass uns... Oh, nur zwei Leute, ey, das gibt's doch nicht. Ja gut, ich glaube, ich muss kurz wechseln. Na, so gefällt mir das Ganze schon viel besser. 9 Leute, das passt. Ich meine, in der Auswahl standen zwar irgendwie 12, aber keine Ahnung. Scheinbar sind noch 3 gelieft. Und hatten keinen Bock mehr. Die haben gesehen, ich komme rein und das kann nur Ärger bringen. Super, ich bin der Einzige, der einen Fehlschlag gemacht hat. Ist auch so eine Tradition. Also ich habe so meine Tradition in Mario Kart. Wenn ich halt groß irgendwas daher schwafle, so in Richtung coole Anmod, ich denke mir einfach so, ja, jetzt muss mal eine coole Anmoderation her, dann, ja, ist meistens halt auch immer im Fehlstart auch im Petto. Weil ich halt meistens nie aufpasse, was ich tue. Entweder halte ich den A-Knopf gedrückt oder ich mache gar nichts und lege so einen Fehlstart hin. Meistens ist halt das Erstere der Fall. So, die Coconut Mall. Eine Strecke, die es mittlerweile auch in Mario Kart 8 Deluxe geschafft hat, aufgrund des DLCs. Wobei, das DLC-Team hatten wir beim letzten Mal schon. By the way, ich hoffe noch immer viele Gamecube-Strecken. Und, scheiße! Ich weiß nicht, wie ich da heile rausgekommen bin, aber die anderen hat's alle erwischt, jetzt bin ich Dritter. So, ich fahr mal... Sind das schon wieder nur 100 CCM? Ich glaube schon. Komm, Bombe. Ja! Hauptsache, es hat irgendwie erwischt, dann passt das. Oh, und der Tod da unten, der hängt auch gerade bei den Autos. So, die Peach hat das Falsche genommen. Also gerade sieht's gut aus. Und bei 9 Leuten Dritter werden wir echt nicht verkehrt.
Weil das wäre endlich mal... scheiße. Das war meine Def. Das war meine gute Def. Wenn der hinter mir jetzt einen Roten hat, dann habe ich wieder ein Problem. Oh ja, aber ich krieg selber auch einen Rotner. Wartet, ich mach das hier. Ja. Oh ja, oh ja. Wartet. Achso, nee, jetzt schieße ich durch die Autos. Ja, goddammit. Das ist nicht gut. Lol, das ist der Erste. Und die Peach bleibt hängen. Was ist los mit euch? Krass. Also, wenn ich den Funky-Coin noch bekommen würde, wäre geil. Aber da brauche ich... Nein! Jetzt weiß ich, warum du auf einmal... Oh, es ist ein Disconnect. Das gibt's doch nicht. Alter, jetzt liegt das Rennen so gut. Jetzt weiß ich, warum da so wenig Leute auch nur auf der Karte waren. Ich habe einen Disconnect. Belastend. Ja gut, Leute. Es lohnt sich aber eine weitere Strecke nicht mehr. Also ist Ersatz für die. Deswegen danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.